sie ja direkt vor uns stehen. Da sehen wir sie, da ist Lisa. Der Riesenzahnrad, wo ist Giraffe? Da ist der Pfahl. Aber Giraffe ist nicht mehr drauf, der ist einfach weg. Nirgendwo zu sehen. Wir fragen Lisa, wo er ist. Stellen wir uns ihr, der letzte Kampf steht uns bevor. Annika, du bist gekommen. Bist du Großmutter Lisa? Ah, Annika, endlich erinnerst du dich. Warum hast du Giraffe solch schreckliche Dinge angetan? Schrecklich, er ist derjenige, der mich ewig warten ließ. Giraffe ist dafür verantwortlich zu machen. Das glaube ich einfach nicht. Sie bebt richtig. Beben, 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 beben. Hä? Du Pupskopf, du großer Dummbatz. Ich verstehe nicht. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Wovon redest du überhaupt? Du hast gewartet, aber Giraffe kam doch oder etwa nicht. Reicht das nicht? Du sagst solche Sachen, weil du dich noch immer nicht an die Wahrheit erinnerst. Egal, wenn du Giraffe retten willst, müssen wir einen letzten Entscheidungskampf austragen, Annika. Wir haben keinen Zauberstab mehr, aber Giraffe hat was für uns, einen Zauberstab. Hat ihn hier jetzt vor unsere Füße geworfen. Annika hebt ihn auf. Und wir sind wieder bewaffnet. Wir können jetzt wieder Lisas Attacken abwehren. Wir befinden uns hier auf Stufe 5, dem Dreiecksberg. Das ist die Anleitung zum folgenden Rhythm Game. Wir haben hier links einen Ball Indicator. Wir werden jetzt mit Rhythmenbällen beschossen. Wir haben links und rechts von Annika einen Rhythmuskreis. Dort landen die Bälle. Wir müssen uns auf die zukommenden Rhythmenbälle zubewegen und dann den Knopf rechtzeitig drücken, wenn sie die Rhythmuskreise betreten. Ein Storm Indicator hier rechts zu sehen, wo auch die Bewertung gut zu lesen ist, ist ein länger anhaltender Rhythmusball und wir müssen hier die Taste gedrückt lassen, in diesem Fall den A-Knopf, und dann können wir diesen Rhythmusstrom ebenfalls zurückwerfen. Mit L bewegen wir uns, wir werden den härtesten, den schwierigsten Schwierigkeitsgrad antreten und Lisa dort zurückwerfen. Wird uns wahrscheinlich jetzt ordentlich zu schaffen machen. Lilly ist gewichen für Großmutter Lisa. Wir stellen uns hier mitten in der Nacht. Wir haben hier alle drei Elemente vor uns. Die Teile fliegen rasant auf uns zu. Hier sogar mit brennendem Boden. Der bleibt eine ganze Weile so erhalten. Aus irgendwelchen Gründen habe ich es verfehlt, aber eigentlich erwischt. Macht ja nichts. Oder kommt vier auf einmal. Man trifft die nicht wirklich, weil die so rasant schnell kommen. Aber wir halten hier die Stellung. Tapfer halten wir das aus. Die Lebensenergie wird jetzt gleich weniger. Und sie macht überhaupt gar keine Pause mehr. Das ist der finale Showdown, den man hier erwarten musste. Ganz viele Blitze und das hat uns jetzt leider alles gekostet. Großmutter Lisa hier setzt den Sturm auf uns. Hat uns hier ohnmächtig gemacht, aber da kommt die Katze. Und die Katze sorgt dafür, dass Annika nochmal eine zweite Chance erhält. Wir stehen wieder. Okay. War wohl ein ganz kurzer Kampf.
Tja, dann müssen wir halt das Ganze nochmal von vorne machen. Ich habe eigentlich gedacht, das war so geplant. War es wohl nicht, also man muss trotzdem die Lebensenergie hier irgendwie übers Ziel retten. Also werden wir uns Großmutter Lisa jetzt noch ein weiteres Mal entgegenstellen und hoffentlich hier die Phase ein bisschen besser meistern als gerade eben. Aber das ist nicht so leicht. Das wird direkt zu Beginn schon extrem schnell bei ihr. Wir wurden schon wieder von so einem Teil getroffen. Viermal großartig gekriegt. Aber ich weiß gar nicht, wie man sie hier im Rhythmus treffen muss. Das muss spontan geschehen. Mit dem Zauberstab kommen wir hier genauso gut klar wie mit dem großen Stab, den sie gerade hat. Aber den sind wir ein bisschen besser gewohnt. Einen haben wir jetzt gerade verfehlt. Das ist wirklich heftig, was sie uns hier entgegenbringt. Also Großmutter Lisa ist gar nicht so freundlich zu uns. Dabei haben wir hier gar nichts getan. Das Tier konnte mir einfach überhaupt nichts machen, also. Wer weiß, was hier für uns noch geplant sein wird. Auf jeden Fall haben wir es hier gesehen, nachdem Annika K.O. ging, kam die Katze und plötzlich sind ihre Ohren weg. Also hat sie uns in diesem Moment hier beschützt mit einem ihrer neuen Leben. Wir müssen das jetzt natürlich für die Katze ebenfalls hier irgendwie ins Ziel retten. Die beschützt uns jetzt hier. Kann sogar hier diesen ganzen Schockbällen hier widerstehen. Damit hat Großmutter Lisa natürlich auch nicht gerechnet, dass die Katze plötzlich auftaucht. Ich verstehe es nicht, warum man manchmal verfehlt. Alle guten Dinge sind drei. Der Kampf einer der schwierigsten für uns. Man merkt es an Großmutter Lisa, die ist äußerst widerstandsfähig, also die setzt alle ihre Kräfte darüber hinein, dass wir hier nicht weiterkommen. Und sie schreitet wieder auf uns zu. Und wir stehen wieder nur mit einem ganz kleinen Zauberstab, aber dafür einem silbernen von Giraffe geschenkten ihr gegenüber. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr darauf achten, dass wir hier nicht zu früh die Lebensenergie einbüßen. Die brauchen wir hier für den kompletten Schlussakt, sonst wird das hier ewig dauern. Wir werden hier alles auf sie zurückwerfen. Schon wieder hat's mich erwischt. Ich verstehe das nicht, warum die so schnell kommen müssen. Aber wahrscheinlich hat sie ja wieder irgendeinen Wirbelsturm in Gang gesetzt und deswegen kommen hier diese Bälle so rasant schnell hier auf uns niedergeflogen. Das sieht schon im Gesamten jetzt ein bisschen besser aus als die vorherigen Versuche. Aber jetzt kommen gleich hier die vielen Elektrobälle und da werde ich schon wieder getroffen. Dem kann man gar nicht ausweichen. Beziehungsweise man kann es schon wahrscheinlich, wenn man in der Mitte stehen bleibt, aber das ist eine sehr seltsame Phase. Man muss getroffen werden. Nur damit man von der Katze gerettet wird und wir würden ja gerne den Kampf irgendwie ohne die Katze hier gegen sie gewinnen. Weil Annika ist auch so eine ganz mutige.
Das wird der Zeitpunkt kommen, da werden wir Lisa irgendwie unschädlich machen. Vielleicht auch wieder mit Giraffes Hilfe. Das war ganz knapp. Kaum mehr Platz zum Ausweichen gegen sie. Da kommt so viel und ich bin irgendwie wieder gestorben. Ich versteh's manchmal wirklich nicht. Das war jetzt kurz vor Schluss, aber es ist ein sehr, sehr langer Kampf. Das sind gerade mal zwei Phasen, aber die gehen gefühlt jeweils 3 Minuten lang. Aber wir werden nicht aufgeben. Wir werden nicht aufgeben und wenn der Kampf ewig dauert, Annika kommt da irgendwie durch. Sie war mutig genug, um sich hier Lisa zu widersetzen und das muss belohnt werden am Ende. Wir haben wieder Lebensenergie hier verloren. Ich glaube, wenn man hier auf OK trifft, dann bekommt man trotzdem Lebensenergie abgezogen, weil sonst würde ich mir nicht erklären können, warum wir hier trotzdem so viel Schaden bereits gezogen haben. Das können wir eigentlich schon fast nicht mehr schaffen hier in der zweiten Phase. Jetzt kommen ja gleich die ganz vielen Bälle. Ja, wir sind mitten in der Cutscene gestorben. Tja, und die Länge dieses Kampfes, der macht sich nicht nur in der Substanz bei mir bemerkbar. Da kommen auch jetzt längere Ladezeiten hier auf uns zu, also wer weiß, was da noch alles geplant ist. Ist unglaublich hart, also ich glaube, keiner der Bosskämpfe war so haareraufend jetzt wie Großmutter Lisa hier. Und sie kommt wieder auf uns zu. Und wir sind immer noch bereit hier mit dem kleinen Zauberstab, aber das geht schon hier hart an die Substanz hier des Möglichen für uns. Die ersten Noten hier zumindest großartig, die bauen hier Lebensenergie auf und ihr habt es vielleicht selber jetzt gerade mitverfolgt hier oben links. Ein okay und die Lebensleiste geht runter, auch bei gut. Das ist mir davor noch nie aufgefallen, also dieser Bosskampf hier zwingt uns auch ganz neue Sachen hier zu entdecken, die hier schon von Anfang an im Spiel waren. Tja, wir sind hier ziemlich aufgeschmissen, würde ich sagen. Wir müssen jetzt fast alles auf großartig kriegen, diese Bälle sind extrem gefährlich. Eine gute und eine okay Note zieht uns hier Lebensenergie ab und wir sind hier häufig in der zweiten Phase jetzt gestorben, die erste stehen wir noch durch, weil wir halt auch in der Hinsicht gut sind, da waren verfehlt dabei. Aber das geht jetzt echt rasant, also wie man das hier auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad schaffen will, das wird einer der schlimmsten Kämpfe, glaube ich. Jetzt kommen wieder die ganzen Elektrobälle hier. Wenn man in der Mitte steht, dann scheint man da irgendwie sicher zu sein, jetzt da zumindest. Endlich mal kein Abzug in der Lebensleiste, Annika geht K.O. Und die Katze muss uns wieder helfen. Und wir wollen natürlich auch, dass es das letzte Mal bleibt, dass die Katze uns hilft. Annika schafft das irgendwie schon ganz alleine. Großmutter Lisa, die weiß auch nicht, was sie noch machen soll, da Annika immer wieder aufsteht. Ich meine jetzt schon 5-mal hintereinander. So, und jetzt kommt die Phase, irgendwie müssen wir das jetzt mal sicher heimfahren.
Das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht, wie viel wir davon überhaupt schon gesehen haben. Diese Elektrobälle, die nehmen uns hier wirklich Platz weg. Eine ruhige Phase, aber ich traue dem Ganzen nicht. Wir kommen schon wieder drei auf einmal. Immerhin zumindest mal ein paar blaue dabei. Da kann man ein bisschen Luft holen, immer wenn die blauen kommen. Immer abwechselnd jetzt die grünen auf einer Seite, dann kommt wieder ein blauer. Also ich bin zufrieden mit der kurzen Phase hier. Aber wir dürfen trotzdem jetzt keine Fehler mehr machen. Da war wieder ein Verfehl dabei. Viel großartig. Komm, gib uns das großartig. Wir haben es gleich, denke ich. Da war einer in der Mitte, der hat uns fast ausgebremst, aber irgendwie schaffen wir das. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Der Stab ist weg von ihr. Hinter ihr fällt hier alles zusammen in der Ruine. Annika gibt einen letzten Ball ab. Und Großmutter Lisa geht K.O. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir konnten uns jetzt hier durchsetzen. Schwarzblende, alles verschwunden. Dreimal verfehlt gerade mal, das habe ich gar nicht gemerkt. Wir waren hier kurz vor Ende wieder. 25 mal okay, 33 mal gut. Das ist ein B-Rang, 37.290 Punkte. Hätte ich auch nicht erwartet, dass wir so hoch von der Note rauskommen. Wir haben ein Bonusbild gekriegt. Das ist das allerletzte, wir gucken es uns an. Annika hier in dem Tanzkleid rennt den Strand entlang und hier sind die Straßenkinder mit ihr, die sie begleiten. Pipi oben in den Wolken. Wir haben Bunsen hier, wir haben Benedikt hier, wir haben Bunnet da, Bunilla ist am nächsten dran und der Bunyamin, der genießt die Sonne.